Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Nach unserer enttäuschenden Folge mit Zirak Zigil in der letzten Folge begeben wir uns jetzt nach Tarakabazan, ein wunderschönes Gebiet hier. Es sind lauter schöne Bäumchen und Pflanzen unter der Erde. Da haben die Zwerge sich offenbar ein bisschen von den Elben inspirieren lassen und haben hier unten unglaublich viel angebaut. Guckt euch das mal an, wie grün hier alles ist und rot auch ein bisschen. Nochmal liegt das daran, weil hier oben die Sonne reinscheint. Und das dann hier schön wachsen kann. Wunderschön, so ein Kleinod mitten in den Minen von Moria. Hier ist... Oh, der Kettel. Sehr schön. Tollfuß, ihr werdet nicht glauben, was mir widerfahren ist, als ich hier meine Kartografiewerkzeuge aufgebaut habe. Ein riesiger Luchs kam den Abhang her hochgeschossen und hätte mich beinahe umgeworfen. Er hatte einen ganz schönen Zahn drauf und schien einem Stück Papier nachzujagen, das von der leichten Brise in den Bäumen von Tarakbazan davongeweht wurde. Der Luchs ist nach Osten gerannt. Wisst ihr, was das sollte? Ist er eine schreckliche Bestie aus den Tiefen, die sich von ihrem bösen Lager erhoben hat, um die eiserne Garnison heimzusuchen? Das müsste doch genau der Wilhelm Wollhaar sein. Und den müssen wir hier irgendwo suchen. Hier ist noch ein Spiegel. Sehr schön. Startet Aufgabe. Wir haben ja schon jetzt zwei Spiegel gefunden. Sprecht mit Oxy in Jazagund. Jazagund? Ich weiß es immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Also wir gehen erstmal hier zu den Zwergen und holen uns dort die Quests ab. Also ein wirklich sehr schönes Gebiet hier. Das gefällt mir wirklich sehr. Habe ich schon gesagt, dass es mir sehr gefällt. Ach, da ist er ja. Der Wilhelm. Was machst du denn hier drin? Er pinkelt in den Brunnen. Das sehe ich doch. Guck mal, wie still er sich hält. Wilhelm ist vollkommen durchweicht und sein Fell klebt an seinem Körper, als er durch das kalte Wasser des Teichs schwimmt. Als ihr genauer hinseht, bemerkt ihr, dass er zwischen seinen mächtigen Zähnen ein nasses Stück Papier trägt und versucht, es über der Wasseroberfläche zu halten. Ihr nehmt ihm dann das nasse Papier vorsichtig ab und er blickt euch aufmerksam an. Die Seite zu Spalvi am Teich von Tarakbazan. Dann ist der Spalvi jetzt gleich irgendwo. Ach, da ist er ja. So ein Zufall, dass der hier gerade auftaucht. Das sollte ihm hier zu denken geben. Ist das, was ich denke, dass es ist? Eine Seite aus Bingos Manuskript? Es sieht zumindest so aus. Tollfuß Bingo hat mir von dem Buch erzählt, das er auf seiner Reise geschrieben hat. Und hier haben wir wohl eine Seite daraus. Ich kann es kaum glauben. Wenn das Manuskript hier in Khazad Dûm ist, muss auch unser Hobbit hier sein. Ich vermute, Wilhelm Wollhaar hat Bingos Pferde gerochen. Wenn wir ihm folgen, führt er uns vielleicht zu einem verlorenen Hobbit. So, Wilhelm folgen nach Osten. Ich würde aber ganz gern erst noch diese Quests hier machen, Leute. So, der verschwindet schon. Na dann machen wir erst die Quests hier, bevor wir dann Wilhelm Wollhaar folgen. So, hier ist die Lagerstätte. Inklusive Stahlmeister. Oh, Mist. Ich habe das andere nicht ausgewählt. Ah, Mist. Das war hier oben in Zirak Zigil. War noch eine Ziege, die in ein spezielles Gebiet nach Reisdornzahn. Aber vielleicht ist das hier oben Reisdornzahn. Ich würde das halt gerne mal ausprobieren. Wo das hin... Naja, vielleicht denke ich nochmal dran. Vielleicht denke ich nochmal dran. Ich weiß es nicht. So, wir geben mal die Quests ab. Buk. Ihr wollt also mehr über die verfluchten Kreaturen lernen, die als Morwul bekannt sind? Leider weiß ich noch nicht wirklich viel über sie. Die Morwul blieben zumeist im Verborgenen, als wir Tarakbazan erforschten. Aber ich kenne jemanden, der wissen könnte, wo ihr suchen müsst. Arnold hat die Karten studiert und Wissen über die vielen dunklen Winkel von Khazad Dûm gesammelt. Holt von ihm Informationen darüber ein, wo sich Morwul in großer Zahl aufhalten können. Okay, wer ist das hier? Der Arnold da drüben. Was hast du noch? Das Grauen namens Azog. Oh, den kennt man. Wenn man, ja, wenn man die Bücher gelesen hat, ja, dann schon. Aber wahrscheinlich vorrangig aus den Hobbit-Filmen. Tollfuß, ich fürchte, dass sich Ärger zusammenbraut. Arnfinn ist vor mehreren Tagen nach Osten in Richtung Jazagund aufgebrochen.
Er wollte die Kammern in der Nähe durchsuchen, um etwas über Masok und die Orks hier herauszufinden. Moment, ist hier das ein Schaltfehler mit Masok und Azok? Bislang ist er noch nicht zurückgekehrt und ich fürchte um seine Sicherheit. Würdet ihr nach ihm suchen? Er wurde zuletzt gesehen, als er in Richtung der Ork-verpesteten Bereiche im Osten aufbrach. Ich fürchte, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte und das könnte die Orks hierher führen. Masok und Azok. Ist das ein Zufall? Man weiß es nicht. Eine seltene Wurzel? Als ich noch ein Junge war, hat mir mein Großvater von einer bestimmten Pflanze mit hohem Nährwert erzählt. Er nannte diese Pflanze Schlammwurzel, da sie nur am Rand von Frischwasserquellen wächst. Durch das Auskochen ihrer Wurzeln konnte er ihre Öle gewinnen und daraus ein Gebräu herstellen, das selbst einen schlafenden Drachen zu wecken vermag. Nun ja, zumindest hat er das behauptet. Ich bezweifle, dass er je einen Drachen zu Gesicht bekam. Dennoch war das Gebräu stärkend und es unterstützte die Genesung von Kranken und Verwundeten. Ich habe ewig keine solche Pflanze mehr gesehen, aber ich hoffe, dass sie hier in Tarak Bazan wachsen könnte, da es hier eine Menge Teiche und Bäche mit frischem Wasser gibt. Wenn ihr beim Wasser heilsam aussehende Wurzeln findet, solltet ihr sie mir bringen, damit ich sie mir genauer ansehen kann. Sehr gern. Machen wir. Vorratshändler, wir verkaufen gleich mal ein paar Sachen noch. Gerwit. Schön euch zu sehen, Tollfuß. Es freut mich zu hören, dass die Bilwisse für eure Taten bei Glokuru bezahlt haben. Wenn ich an diesen Tag zurückdenke, spüre ich noch immer die Hitze der Flammen um mich herum. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was in Glokuru war. Nun, eure Taten geben mir neue Hoffnung. Vielleicht werde ich eines Tages einen neuen Außenposten bei Glokuru errichten und dann werde ich alle wissen lassen, dass dies nur dank eurer Tapferkeit möglich war. Ich glaube, das war das Bilwis-Lager. Die Schönheit der Gärten verblüfft mich immer wieder aufs Neue. Viele der Kristalle, die hier in Tarak Bazan natürlicherweise vorkommen, werden in ganz Khazad-dûm als Lichtquelle verwendet. An einigen Orten haben die Merewal unsere Kristalle zerstört, um alles Licht zum Erlöschen zu bringen. In vielen unserer Hallen und Gänge ist es dunkler als in finsterer Nacht. Wir müssen mehr Kristalle sammeln und die zerstörten austauschen. Sucht in Tarak Bazan nach natürlich gewachsenen Kristallen und ich werde dafür sorgen, dass sie nutzbringend eingesetzt werden. Gut, und dann ist noch der Arnott übrig. Seid gegrüßt, Reisender. Was führt euch nach Tarak Bazan? Morwul sagt ihr, aber ja, vor kurzem habe ich einen Bericht über diese Kreaturen gelesen, der aus Yazagut im Osten stammt. Es war die Rede von einer riesigen Höhle am Ostende von Durins Weg, in der es nur so wimmelt von Merewal und Morwul. Moment, dann ist hier doch ein Unterschied. Müsste das hier nicht Morowal heißen und Morwul? Jetzt macht er doch einen Unterschied zwischen Merewal und Morwul. Seltsam. Wir sollten dankbar sein, dass sie uns noch nicht in großer Zahl begegnet sind, aber seht euch vor, falls ihr nach Osten zu dieser großen Grube reist, in der sie hausen. Keine Grube kann uns hier aufhalten. Titel gewährt. Verbündeter der Wächter der Eisernen Garnison sind wir jetzt geworden. Wir müssen unbedingt mal die Belohnungen uns anschauen, was wir uns da kaufen können. So, da unten sehe ich schon eine gesunde Schlammwurzel. Wir reiten mal hier hoch und gehen den regulären Weg. Hier vorne ist ein leuchtender Kristall. Die Moria-Verteidiger brauchen wir nicht. Nein. Könnten wir für das Buch der Taten noch mitnehmen, aber dafür ist mir meine Zeit etwas zu schade. Sieht aber relativ ungesund aus hier unten. Da würde ich jetzt nicht unbedingt baden gehen wollen. Also die Elben würden sich hier wahrscheinlich wohlfühlen. In diesem Bereich. Also sowohl es halt geht in Moria hier drin. Sind ja wahrscheinlich allgemein keine Fans von diesen Höhlen und Gebilden, die die Zwerge hier gebaut haben. Aber hier wäre wahrscheinlich der Ort, wo sich die Elben noch am wohlsten fühlen würden. Wir können hier unten entlang, hier ist eine Höhle. Ist das die Höhle der Morowal Dingsbums?
Azog ist hier oben. Da hat er die Quest jetzt gar nicht mit aufgenommen. Viel zu blöd, dass das alles so aufgeteilt ist. Dass im Moria quasi so viele Unterteilungen hier drin sind. Ich verstehe, wieso sie das gemacht haben. Was hat der mir denn gerade eben für eine Quest gegeben? Für die Morowal bin ich jetzt blöd? Achso, quasi war die andere Quest. Schlammwurzeln und Kristalle sammeln. Und der Wilhelm. Aber hat mir denn der eine keine Quest gegeben? Der gute Mann? Okay, ich gehe nochmal hoch. Und wir werden nochmal mit ihm sprechen. Da seht ihr mal, wie lange mein Gedächtnis hält hier. Ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Ich versuche mich mal herauszureden. Wenn du die ganze Zeit laberst und einfach nur ein bisschen hier so Geschichte erzählst, dann verpasst du aber auch immer viel. Weil das Gehirn oder mein Gehirn wahrscheinlich nur nicht zwei Sachen gleichzeitig machen kann. Was hat der dir mir für eine Quest gegeben? Oh, hier ist auch nochmal eine Schlammwurzel. Die hätte er auch wieder selber aufheben können hier. Alter, das gibt's ja nicht. Jetzt hat er gar keine Quest. Das muss ich mir im Video nochmal anschauen. Das ist sehr seltsam. Ich weiß nicht mehr, was er hier mir erzählt hat. Er hatte nur irgendwas mit dem Morowal. Ich habe mich so darauf fixiert, dass er die Merewal und die Morwul separiert hat, dass ich nicht mehr aufgepasst habe, was er sonst noch erzählt hat. Unglaublich, oder? Ach, du meine Güte. Das sollte mir zu denken geben, Leute. Das sollte mir zu denken geben. Ich hoffe, dass es euch auch vielleicht mal ab und zu so geht. Und dass ich nicht der Einzige bin, dem das passiert. Kundschafter brauchen wir nicht. Schön, dass wir hier so entspannt durchlaufen können. Das ist richtig, richtig gut. Dass wir nicht ständig wieder neu kämpfen müssen, das wäre echt ein Graus für mich. Und für euch wahrscheinlich auch, weil wenn ihr hier zuschaut und ihr dann alle fünf Schritte unterbrochen werden von einem Kampf, der dann auch noch ein bisschen länger dauert wie jetzt mit unserer Stufe, weil wir dann noch ein bisschen kleiner wären, das wäre keine Freude. Das wäre für euch auch keine Freude. So, ist hier noch irgendwo was Tolles? Wir brauchen noch 5 Schlammwurzeln. Schön mal durch die Suppe hier durchgeschwommen mit unserer Rüstung. Na? So, Kristalle haben wir alle. Was ist das denn für ein Gebilde? Also, ich könnte mir vorstellen, dass die Morowal aus solchen Gewächsen erwachsen. Das wäre ideal, wenn die sich quasi hier drinnen, wenn die sich so verpuppen und dann hier drinnen wachsen und dann geht die Blüte auf und dann kommt quasi die hässliche Morowal heraus. Oh, da schwimmt sie ein bisschen rum. Ein bisschen Planschen im Vorgarten. Wer macht das nicht gerne? Da unten. Wir kommen jetzt am besten runter, indem ich einfach mal runterspringe ins Wasser. Whee. Oh. Das Wasser ist doch nicht ganz so tief. Ich dachte, wir haben uns sämtliche Knochen gebrochen. Ich dachte halt, ne? Ich dachte, es ist tiefer. So, dann können wir die Sachen mal zurückbringen. Ich denke mal, wir sind hier noch nicht fertig. Wir müssen nur wieder hochfinden.
durch dieses ganze Gestrüpp hier. Es ist schön, es ist richtig schön, das gefällt mir. Die Umgebung hier gefällt mir richtig gut. Ich bin ja sonst kein Elbenkuschler und so weiter, ne? Aber die Umgebung hier, die sieht echt schön aus. Geht's hier noch weiter? Ah, die können hier auch direkt rüberreiten dann. Um mit ihm zu sprechen. Okay. Wir machen erstmal hier alles fertig. Willkommen, da bringt ihr mir ja eine beachtliche Ansammlung von Kristallen. Gute Arbeit. Wir werden sie einsetzen, um die Wärme und Schönheit dieser Gärten in die dunklen Winkel zu bringen, in die sonst kein Licht dringt. Wir bekommen versiegelte Bronzefassung des Willens. Wir müssen endlich mal neu schmieden, Leute. Wir müssen neu schmieden demnächst. Eine seltene Wurzel. Das sind genau die Wurzeln, auf die ich gehofft hatte, Teufels. Ja, das sind die Schlammwurzeln, die ich noch aus meiner Jugend kenne. Ich hatte beinahe schon nicht mehr zu hoffen gewagt, sie noch einmal zu sehen. Euch gebührt mein vollster Dank. Ich werde warten, bis ihr gegangen seid, bevor ich mit dem Brauen beginne. Der Geruch ist entsetzlich und oft zieht er die Tiefklauen an. Ich wünsche euch viel Glück auf euren Reisen. Dankeschön. Dankeschön. So, dann wird noch verkauft. Die Sachen müssen vom Reliktmeister zerstört werden. Genauso dann die Waffen und das ganze Zeug, aber ich würde gerne das andere Zeug verkaufen. Den anderen Kram. So, dann gehen wir gleich mal hier vor. Denn hier die Erzader. Ah, hier. Schön versteckt in der Ecke. Dann sprechen wir mal mit dem Kollegen hier vorne wegen der Sache mit dem Azug. Oh, ein Statuenarm. Da vorne Blitz. Wir haben einen Arm gefunden. Oh Gott, die sind so verteilt, dass ich die nicht mehr finden werde alle. Die Statue von Helgi Bilvisfluch wäre ohne den Arm, der eine große Axt halten kann, nicht vollständig. Die Bilvisse von Durins Weg haben die Statue zerstört. Ihre Teile liegen in ganz Moria verstreut. Na gut. Dann nehmen wir die mal mit. Wir müssen mit Arnod in Tarak Basan sprechen. Ach, da müssen wir doch nochmal zurück. Na gut, dann reiten wir nochmal ganz kurz zurück. Moroval Schlechterin. Ich hoffe mal, dass die Gegenstände so liegen, dass man die beim normalen Questen einfach mal, dass man drüber läuft. Dann besteht für mich immer noch eine Wahrscheinlichkeit, dass ich es übersehe, aber ansonsten, ne? Wir werden Hab Dank für eure Unterstützung, Teufels. Es wäre eine Schande gewesen, wenn dieses Stück in den Händen des Feindes verblieben wäre. Ich werde das sofort zu Uxie schicken. Sein Einsatz für die Statue von Helgi Bilvisfluch ist bereits legendär. Gut. Leider weiß ich immer noch nicht, was mit den Moroval und Mereval und Morful jetzt los ist hier. Ich dachte, er hat irgendwas von einer Höhle gesagt, aber... Na gut, ich werde mir das Video mal anschauen. Und mir dann auf die Stirn schlagen, wenn ich sehe, was er letztendlich gesagt hat. Das Lager der Ruhe ist hier vorne. Dann gehen wir in das Lager der Ruhe. Das ist derzeit nicht möglich. Wir müssen vielleicht außenrum gehen. Der Ring ist nochmal etwas weiter hier. Ah, okay. Sehr schön. Wieso die Treppe nehmen, wenn man auch hier runterspringen kann? Ach, da vorne ist er. Da vorne ist der Anfin. Komm, wir helfen dir mal. Seid
gegrüßt. Ab Dank für eure Hilfe, ich habe getan, was ich konnte, um uns einen Vorteil gegenüber den Orks zu verschaffen, als ich entdeckt wurde. Die Orks haben mich hier gefangen gehalten und mit Geschichten von Azog und den alten Zeiten, in denen die Orks Unmengen von Zwergen erschlugen, verhöhnt. Mich schaudert bei dem Gedanken an jene Tage. Bitte geht zurück nach Tarak Bazan und informiert Buck, dass es mir gut geht, aber ich werde noch nicht zurückkehren. Die Informationen, die wir brauchen, könnten hier irgendwo sein. Das ist aber jetzt sehr seltsam. Der sitzt fix und fertig in der Ecke, umzingelt von Moria-Schlägern. Oh ja, alles in Ordnung hier. Geht wieder zurück. Es ist alles gut. Na gut, wir machen das natürlich. Er wird schon wissen, was er tut. Dann müssen wir doch nochmal hier die Quest abgeben. Und dann wird es Richtung Steinhalle gehen. Wilhelm ist sowieso Richtung Steinhalle gelaufen, so wie ich den Ring jetzt hier interpretiere. Und dann werden wir dort wieder auf ihn treffen. Anfin ist also in Sicherheit. Naja, relativ. Das erleichtert mein Herz, Tollfuß. Wie ihr ist er ein tapferer Abenteurer, aber ich hatte befürchtet, es könnte ihn ein Pfeil in den Rücken getroffen haben. Ich finde es nicht gut, dass er dort draußen bleibt, aber das ist seine Entscheidung. Er ist ein verantwortungsbewusster Zwerg. Als ich jung war, hat mein Vater mir Geschichten aus den früheren Tagen von Khazad-dûm erzählt. All diese Geschichten hatten allerdings ein abruptes Ende. Wie oft ich ihn auch gefragt habe, nie hat er mir erzählt, was dann geschah. Jetzt weiß ich, dass man von den dunklen Tagen nicht gesprochen hat. Ich fürchte, dass das Andenken unserer Vorfahren entehrt wird, wenn nicht über diese Niederlagen gesprochen wird und wenn man nicht versucht, daraus zu lernen. Ich weiß, dass irgendwo in Khazad-dûm Aufzeichnungen über diese verlorenen Schlachten schlummern. Ich spüre, dass der weise alte Arnod wissen könnte, wo man nach Aufzeichnungen dieser Geschichten suchen muss, aber ich traue mich nicht, ihn persönlich zu fragen. Vielleicht könntet ihr ihn fragen. Tut einfach so, als wüsstet ihr von nichts, sollte er zornig werden. Okay, der Arnod weiß Bescheid. Der Grummel-Arnod. Ihr wollt also etwas über die alten Schlachten erfahren und dabei nicht über unsere Siege? Ein solches Ansinnen kann euch hier jede Menge Schwierigkeiten einbringen, denn darüber spricht man einfach nicht. Doch Buck ist ein guter Freund und so denke ich, dass ich helfen kann. In Khazad-dûm gibt es in der Tat Berichte aus jenen Tagen, wenn auch die Seiten der Aufzeichnungen von den Bilwissen überall verstreut wurden. Alle Fragmente, die noch vorhanden sind, sind nur schwer zu deuten, wenn man die Geschichte jener Zeit nicht kennt. Geht nach Osten, nach Salab Nur-Yundul und durchsucht die Halle im Norden und Süden. Bringt mir alle Seiten, die ihr findet, damit ich ihre Bedeutung erklären kann. 4 Stück will er haben. Und die sind hier offenbar schön verteilt. Das ist wunderbar. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.